Hallöchen, ihr Lieben. Heute das erste Mal gemeinsames Diamond Painting. Ich zeige euch jetzt erstmal Schritt für Schritt, wie man beginnt. Wir haben also ein Bild. So. Dann überlegt man sich, wie fange ich denn jetzt an? Ich habe hier Zubehör, ich habe hier das Bild. Ja, und jetzt? Okay, ich habe hier das Schiffchen. Da kommen die Steinchen rein, die ich zu dem Zeitpunkt gerade benötige, ne? Dann haben wir Wachs. Das müsst ihr als allererstes machen. Ihr nehmt das Wachs und stecht einmal oder zweimal rein, je nachdem, ob das Wachs gut drin ist im Stift. Ich habe jetzt so einen Stift. Normalerweise ist ein kleiner rosaner dabei. So. Dann haben wir hier die Liste von den Buchstaben. Welche Nummer welcher Buchstabe ist. Ich habe hier übrigens ein Bild von 30x40 von Your Diamond Painting. Und dann werden wir jetzt mal B anfangen. B ist die Nummer 14. Die Nummer 14 muss ich jetzt aus meinen Steinchen, die ich geordnet habe, raussuchen. Da ist die Nummer 14. Die nehmen wir jetzt raus und nehmen uns die Nummer 14 und das Schiffchen und füllen die Nummer 14 zum Teil, also nicht alle. Ich würde nicht alle Steinchen da reinkippen, sondern immer nur einen Teil. So. Kannst ja immer wieder nachfüllen, ne? Dann einmal schütteln, seitlich. Und so machen. So. Dann habt ihr ein paar Steinchen, die gerade liegen. So, mir sind jetzt zwei Stück rausgeplumpst. Das passiert mal, das ist ganz normal. Dann fangen wir mal an. Ich drehe uns das Bild so, dass ihr auch was davon seht. Und dann zoome ich auch mal ran. Und wir probieren heute mal diese Schiene aus. Ich habe sie zweimal getestet bei einem ganz kleinen Bild. Da hat es nicht hingehauen. Aber bei 20x30 müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Gut, dann nehmen wir uns das B vor. Das ist hier unten. Ne, andersrum. Das B vor, das ist hier unten. So, wir nehmen das B. Und dann mache ich Trick 17. Die LED-Bank. Da gibt es drei verschiedene Stufen. Und dann zoomen wir mal ran. So, müssen wir jetzt das B finden. Ne? So. Da haben wir das B. So, dann zeige ich euch mal den Vergleich ohne und mit Licht. Also LED, diese Tabletts, diese Lichttischchen sind super, super praktisch. Die schonen das Auge. Und wenn ich nämlich das ausmache, ja gut, es ist noch zu erkennen, weil die Leinwand sehr, sehr gut bedruckt ist. Aber wenn man abends zum Beispiel macht, dann ist das immer die beste Lösung. Ich mache es jetzt mit, dann sieht man das alles ganz gut. Dann kann ich die Steinchen daneben stellen und dann ziehe ich die Folie ab. So. Genau, dann fangen wir mal an. Und nicht wundern, ich mache jetzt ein paar Minütchen so mit euch und dann lasse ich mal schnell laufen, damit wir hier nicht 10 Stunden miteinander reden und ihr einschlaft, weil das ist ja nicht Sinn der Sache, dass ihr hier mir einschlaft, ne? So, dann fangen wir mal an. Wir nehmen den Stein auf, der ist jetzt hier am Stift, wenn er mal ranzoomen würde. Na, sieht man nicht. Hier sieht es mal besser. Der Stein ist jetzt auf dem Stift. So, da müsst ihr jetzt auf das Symbol B, auf den Buchstaben. Muss ich mal kurz hier... Ach, jetzt ist mir die Folie wieder runtergeplumpst. Nee. So. B ist hier unten. So, seht ihr? Hier die
Ganzen Bs. Wir fangen am Rand an. Zapp, da sitzt der Stein. Genauso funktioniert das. Und so machen wir jetzt weiter. Nehmen wir wieder einen Stein und setzen ihn direkt auf das nächste B. Und wieder einen Stein. Huch. Den habe ich verloren. Das passiert auch mal. Wieder einen Stein. Und setzen ihn aufs nächste B. So, das kann auch mal ganz schief werden, so wie ich es hier zeige. Dann kann man die noch verschieben. Ne, ihr könnt die noch jederzeit verschieben. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal die Schiene. Ne, bevor ich hier zu weit bin und die Schiene gar nicht zeigen kann, mache ich es jetzt. Hier die Schiene. Die setzen wir an, so dass wir gerade auf den Buchstaben liegen. So, funktioniert. Zumindest das Auflegen funktioniert schon mal. Dann werden wir jetzt mal versuchen, wie das so geht, weil das habe ich noch nie so richtig gemacht. Bisher hat es immer nicht so ganz geklappt. Fangen wir mal hier an. Oh, es knackt beim Einfügen des Steinchen. Bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, ihr seht alles ganz gut. Ich denke mal schon. Machen wir mal hier so zwei Reihen. Also bis jetzt sieht es gut aus, ne? Ja, wie gesagt, bei Your Diamond Painting bekommt ihr alles an Zubehör, ihr bekommt Bilder, ihr bekommt personalisierte Bilder. Das heißt, wenn ihr Bilder einschickt, die ihr gerne haben möchtet, Hochzeitsfotos, Fotos eurer Tiere, Fotos eurer Kinder, dann schickt sie über die Seite Your Diamond Painting an die Macher der Seite. Und dann könnt ihr bestellen. Zahlung per PayPal, Überweisung und, und. Und innerhalb von kurzer Zeit habt ihr eure Bilder bei euch. Mitsamt Steinchen, mitsamt Zubehör. Wie gesagt, also ich habe jetzt hier ein paar Bilder von Your Diamond Painting liegen und die sind allesamt ein super Druck. Also, mal gucken. Wow. Bis auf einer, der hier festgeklebt ist. Guckt euch das mal an. Das ist ja irre. Es funktioniert. Also einer ist festgesteckt, der hatte wahrscheinlich hier irgendeinen Fehler, so dass er hängen geblieben ist. Aber bei runden Steinchen funktioniert es wirklich. Das ist ja ein Ding. Okay, wisst ihr Bescheid, ne? Also das Lineal funktioniert ab 20x30. Darunter, bei kleineren Bildern, würde ich es gar nicht erst versuchen. Da funktioniert es nicht. Ne? Also 20x30 und höher funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal.